Hallo, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar den Traust du dich Tag. Und der wird, glaube ich, ziemlich lustig, den hat die Bibi sich vor einem Jahr ausgedacht und sind ziemlich crazy Fragen dabei, darum mache ich den auch. Aber vorher möchte ich euch erstmal erzählen, warum ich so aussehe, wie ich gerade aussehe. Und warum hier so eine enorme Urlaubsstimmung in meinem Video herrscht, das hat nämlich einen Grund. Denn ich dachte mir, einfach mal als Anlass, dass ihr mich so krass unterstützt, dass ihr einfach mich so weit jetzt schon gebracht habt in so kurzer Zeit, wollte ich euch einmal Danke sagen und möchte mit Neckermann Reisen an euch da draußen 4 Reisen verlosen. Und zwar nach Bulgarien 1 Woche. Und wir werden dort eine richtig, richtig fette Beachparty feiern. Ich dachte mir einfach, das ist genau was für euch da draußen, für mich da draußen, hier drinnen. Und ich dachte einfach, das ist eine echt coole Sache. Jeder kann an dieser Party teilnehmen, aber da kommt es am Ende zu. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem Video. Und ich schmeiße mich mal aus diesem Outfit wieder raus, damit ich auch konzentriert drehen kann. So, beginnen wir mit der allerersten Frage, logischerweise. Und ich blinzel hier die ganze Zeit drauf, weil ich nicht alle auswendig kann, logischerweise. Frage Nummer 1. Traust du dich, mit deinen Schwarm anzusprechen? Boah, nee, auf gar keinen Fall. Ich würde mich niemals trauen, meinen Schwarm anzusprechen. Nee, auf gar keinen Fall. Würdet ihr euch das trauen? Ich glaube, nicht so voll der Schisser. Der muss mich schon ansprechen, der Schwarm, sonst... Bibi hat mich auch angesprochen damals, oder? Traust du dich, von einem 10-Meter-Brett zu springen? Also, ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube nicht, dass ich mich trauen würde. Ich glaube, ich würde es machen, versteht ihr? Also, ich würde es mich nicht trauen, aber ich würde es machen. Weil dann einfach so, dann stehe ich einfach da vorne und denke einfach, schalte ich einfach die Welt aus und springe rund, dann würde ich es mich auch trauen. Ich würde es mich trauen, obwohl ich es mich eigentlich nicht trauen würde. Traust du dich, einen Menschen auf der Straße anzusprechen? Ja, kommt drauf an, wenn ich jetzt so nach der Uhrzeit frage oder nach dem Weg frage. Klar, traue ich mich da. Traust du dich, auf deinem privaten Facebook-Account zu posten, dass du auf der Toilette sitzt und dringend auf Toilette... Warte. Auf Toilette sitzt und dringend Klopapier brauchst. Achso, ich dachte schon, was für eine komische Frage. Ja klar, traue ich mich das. Das ist doch nicht schlimm. Es sind nur Freunde, die das dann sehen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Traust du dich, auf eine öffentliche Männertoilette, Frauentoilette, also auf eine Frauentoilette zu gehen, wenn die Toilette deines Geschlechts überfüllt ist? Nee, auf gar keinen Fall. Das wäre total krass. Dann komme ich nachher da aus der Toilette raus und dann gucken mich dann 10 Frauen an oder so. Jetzt traust du dich, dir alleine einen gruseligen Horrorfilm anzugucken? Ja, danach hat man eher das Problem. Du hast eine Wette verloren. Traust du dich, in einem pinken Taucheranzug alleine über den Weihnachtsmarkt zu schlendern? Ich würde mich das trauen, aber nur unter dieser einen Bedingung, dass niemals jemand rauskriegt, dass ich in diesem pinken Taucheranzug da drüber gerade gehe. Aber danach würde ich es wahrscheinlich stolz in Twitter posten. Aber ich würde es mich trauen. Ja, ich würde es mich trauen. Frage Nummer 8. Du musst nachsitzen, weil du eine Schulstunde heimlich geschwänzt hast. Traust du dich, deinen Eltern die Wahrheit zu sagen? Hättest du dies dich damals getraut? Boah, ich hätte, glaube ich, richtig Ärger bekommen, wenn ich... Ich war immer ehrlich. Ich glaube, ich hätte es erzählt und dann hätte ich es bereut, dass ich es erzählt hätte. Aber es geht ums Trauen, ne? Ja, ich hätte es mich getraut. Du hast den Geburtstag deiner Mutter vergessen und hast kein Geschenk. Traust du dich, Blumen aus dem Vorgarten eurer Nachbarn zu klauen? Ja, traue ich mich und habe ich auch schon gemacht. Also nicht den Geburtstag vergessen, aber ich habe einfach gedacht, ich schenke Blumen. Voll assi kommt das jetzt. Traust du dich, dich hypnotisieren zu lassen? Ja, ich glaube, es hat gar nicht mehr so viel mit Trauen zu tun, sondern eher mit Vertrauen. Ich würde mich das trauen, wenn ich wüsste, dass ich der Person vertrauen kann. Also, oder wenn jemand dabei wäre. Wenn zum Beispiel die Bibi oder meine Eltern oder irgendwer dann dabei wäre, dann würde ich das machen. Aber ich glaube, ganz alleine, dann hat er nachher meine Kontodaten, dann hat er meine ganzen privaten Sachen. Traust du dich, bei einer Nachtwanderung über den Friedhof zu gehen? Es wäre schon cooler, wenn jemand dabei wäre. Aber wenn es eine richtige Mutprobe wäre, dann würde ich das auch machen. Du wirst im Musikunterricht ermahnt und musst ein Lied alleine vor der Klasse vorsingen. Nein. Traust du dich dann? Nein. Traue ich mich auf gar keinen Fall. Ne. Nein. Ich hab mich damals noch nicht mal getraut, mich zu melden, wenn ich nicht 5 Millionen % sicher war, dass ich die Antwort wusste. Und selbst wenn ich sie wusste, habe ich gedacht, was ist jetzt, wenn ich sie doch nicht weiß? Und dann hat sich der Karl immer gemeldet und dann war es richtig, dann habe ich mich geärgert. Frage Nummer 13. Traust du dich, dir deine Haare von deinem besten Freund schneiden zu lassen? Boah, das ist echt eine gemeine Frage. Ne, also wenn ich dem vorher sage, dass ich keinen Bock drauf habe, dann hier nachher so eine Halbglatze zu haben,
dann wird er das auch nicht machen. Ich würde mich das trauen, beziehungsweise ich würde dem vertrauen. Du machst Urlaub in China und läufst über einen Markt. Traust du dich, Insekten zu essen? Oh, wie soll ich denn jetzt antworten? Würdet ihr euch das trauen, Insekten zu essen? Was kriege ich denn dafür? Was ist das für eine blöde Frage, als ob ich einfach Insekten esse? Ich würde es nicht machen wollen. Ich traue es mich. Ich traue es mich. Jetzt mache ich so voll einen auf, ich traue es mich nicht. Ich gebe es zu. Mich nicht trauen, Insekten zu essen. Frage Nummer 15 und damit die letzte Frage. Dein bester Freund stinkt nach Schweiß. Oh, nett. Traust du dich, ihm zu sagen, dass er Deo benutzen soll? Und weißt du was, ich packe jetzt einfach mal eine richtig private Geschichte aus. Und zwar hatte ich in der Schule früher einen ziemlich guten Freund. Und dann waren wir im Urlaub und er hat halt ein bisschen gerochen. Und er hat die ganze Zeit so mit Deo gesprüht, hat so rumgesprüht, immer nur Quatsch gemacht, aber nicht sich angesprüht. Und dann meinte ich zu ihm so, benutzt das doch irgendwie mal oder irgendwas. Ich habe mich nicht getraut, ihm zu sagen, da hätten wir übrigens auch schon die Antwort, ich habe es mich nicht getraut. Ich habe ihm so undercover versucht zu sagen, nutzt das mal oder so. Und der ist schon leer und hat die ganze Zeit gestunken. Das war meine Schweißgeschichte am Rande. So, das war's soweit mit den Fragen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Gerne könnt ihr mal einen Daumen nach oben geben. Aber stopp, es ist noch lange nicht vorbei. Denn jetzt kommen wir noch zu dieser richtig, richtig fetten, großen Verlosung, die ich da für euch habe. Und ich denke mal, wenn ich schon über diesen Partyurlaub rede, den ich da verlose, dann schmeiße ich mich da mal wieder in mein Partyoutfit. So, kommen wir jetzt zum Ende meines Videos und damit auch schon zur versprochenen Verlosung. Ich bin einfach mega gespannt und aufgeregt. Sowas habe ich noch nie gemacht und weiß einfach nicht, wie es bei euch ankommen wird. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso darüber. Ich fasse es einfach nochmal zusammen. Es können 4 Leute gewinnen, eine Woche Bulgarien. Diese 4 Leute können auch jeweils eine Begleitperson mitnehmen. Das heißt, 8 Personen, Flugtransfer, Unterkunft, für alles ist gesorgt. Und ich glaube, es wird einfach so cool. Ich habe mir dazu auch noch 4 coole Hotels rausgesucht. Einmal das Smartline Meridian Hotel, das Glarus Beach Hotel, das Smartline Madara Hotel und das Hotel Aphrodite. Und dazu kommt natürlich noch der absolute Höhepunkt, denn wir werden dort 2 richtig, richtig fette Partys feiern. Einmal am Sonnenstrand und einmal am Goldstrand. Mit Bibi zusammen werden wir einfach am Strand, in der Sonne, am Meer richtig fett abfeiern. Und das stelle ich mir einfach so cool vor. Ich hoffe, ihr findet das auch cool. Und diese Verlosung ist natürlich für meine Abonnenten, für euch da draußen. Und Bedingungen gibt es eigentlich nicht wirklich welche. Denn ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben und Abonnent dieses Kanals sein. Und schwuppdiwupp nehmt ihr schon teil an der Verlosung. Und cool ist auch noch, dass jeder, der möchte, eigentlich zu dieser Party kommen kann. Das heißt, ich verlinke euch in der Infobox. In der Infobox steht eh nochmal alle Informationen. Ihr könnt euch über Neckermann Reisen auch in diesen Urlaub buchen, zu uns kommen und mit uns feiern, denn mit jeder Buchung bekommt ihr ein Ticket und nehmt automatisch an dieser, könnt automatisch auch zur Party kommen. Also, wie ihr möchtet, schaut auf jeden Fall vorbei. Wenn ihr frei habt und Lust habt, würde ich mich natürlich riesig freuen. Und das war es eigentlich auch schon mit diesem Video. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Wasserball in unserem Schlafzimmer und ich hoffe, ihr freut euch. Bis dann. Tschüss. Ach, stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich habe nämlich auch ein Hashtag, fällt mir gerade ein, und der heißt Party mit Julian. Und da könnt ihr mir gerne auch auf Twitter, Facebook, Instagram schreiben, wie ihr diese Party findet. Collagen, Thumbnails, was ihr wollt, alles hochladen. Also ich schaue mir das alles an und jetzt aber wirklich. Tschüss!